Leute. Ciao. Ist schon wieder eine neue Folge. Oh. Hast du mir jetzt die Sachen angelegt? Nein, noch nicht. Du hast ja gesagt, stoppen. Aber ich habe noch 8 Level wieder. Und ich hole mir auch noch. Aber Leute, guckt euch mal an, wie viele Leute hier, wie viele Pigments hier im Nether sind. Ja, das stimmt. Das ist schon mehr als irgendwas anderes. Ja. Also hier unten ist fast eine ganze Armee. Aber es gehört irgendwie auch ein bisschen zu. Brauchst du noch Rüstung oder packe ich die bei uns in eine Truhe? Ich? Also meine Rüstung ist fast down gegangen, zumindest mein Helm. Das war's. Okay, super, danke schön. Ich habe auch alle meine Sachen wieder gekriegt. Außer vielleicht Pfeile, oder habe ich noch? Ja, ich habe noch alle 28, das ist mega cool. Hat jemand vielleicht noch Material für den zweiten Bogen? Denn ich hätte gerne auch einen Bogen. Also Bogen kann ich dir geben, aber ich habe leider keine Pfeile. Ich habe hier ist auch eine. Alter! Wo ist er? Da oben. Wo? Irgendwo da oben. Hinter euch, ganz genau hinter euch. Ich mach hier alle. Ach, Mann, ey. Ich mach hier alle. Komm runter, du Penner. Du kannst sie zurückhauen, ne, diese Feuerbälle. Ja. Jawohl, wer hat ihn denn geworfen? Zack. Ach, ich werf die, ich werde die ganze Zeit ab. Oh. Nein! Da habe ich den Blaublitz richtig schön. Ja, mach du mal hier. Spiel du mal mit dem Gast. Ich versuche mal. Das ist mein neues Haustier. Ich finde, wir sollten ihn Bert nennen. Ich versuche mal hier so ein bisschen einzubauen, sodass ich nicht. Geh drauf, Junge! So, hast den hast du gut gemacht. Okay. Hast du ihn getötet? Ja, ich habe einen Erfolg bekommen. Blaublitz! Du bist ja ein Tier. Ich guck mal, ob der eine Gastrain hatte. Ja, der hatte sogar eine. Cool. Das können wo ist denn jetzt hier meine Pickaxe? Da. Aber ich muss mal eben kurz aufpassen, nicht, dass mich gleich noch so ein Gas in das Feuer da reinschubst. So. Haben wir eigentlich schon so einen Braustand, dass man sich Zaubertränke machen kann? Nee, den haben wir noch nicht. Ja, zumindest habe ich schon mal in unserem Lager ein Feld mit. Ach, scheiße. Hat irgendjemand zufälligerweise noch eine Pickaxe? Ich hatte eine. Warte. Ich kann eben zurückgehen und dir eine machen. Ja, okay, das wäre schon. Oh, hier, Zombie-Mini-Pigman steht da. Legt euch bloß nicht mit dem Zombie-Mini-Pigman an. Soll ich ein Schwert, WTF? Was? Wer hat da sein Eisenschwert runtergeworfen? Die liegt das ist mir runtergefallen. Achso, soll ich das wiedergeben? Das wäre nicht schlecht. Ich hab, glaube ich, sonst. Ich dachte, Entschuldigung, warte. Da. Ich war ja gerade dabei, das da oben alles abzubauen, deswegen. Oder hat jemand Holz dabei? Ja, ich. Holz und Stein. Ja, 64. Ja, dann mach doch einmal im. Nee, warte, mach du eben hier eine Werkbank und dann mach doch vielleicht. Ich hab dir alles gegeben. Ja, ich geb's ja wieder. Dann mach doch eben eine Werkbank und vielleicht dann so 2-3 Steinpickäxte. Voll die Mini-Pickäxte. Pickäxte. Mini-Dingsbums-Typen. Mach mal hier das Scheiß. Oh, hier ist ja ein String. Wie kommt denn hier ein String hin? Ich hab hier mein Holz weggeworfen. So. Wir können vielleicht auch nochmal unser. Wir können uns vielleicht nochmal sowas extra bauen an dem Haus oder an dieser. Ja, an dem Haus, denke ich mal. Sowas mit so hier Quarzblöcken machen, weil ich hätte jetzt ein Stack und 28 Liter Quarz. Also ein Stack Danke. Und fast einen halben Stack. Bitte. Liter Quarz. Ich stelle mich mal so etwas weiter hier hin, nicht, dass mich vielleicht irgendjemand. So, ich haue das mal runter, dann kann das einer von euch mit aufsammeln. Ich glaube, ich. Ich kann es gar nicht mehr aufsammeln, weil ich schon voll bin. Also ja, dann ja bestimmt, Rose, ja bestimmt. Ja, ich habe fast gar nichts mitgenommen. Ja, mein ganzes Inventar ist voll. Ich muss schon aussortieren, wenn ich irgendwas Gutes finde. Oh, Lava! Mr. Lava. So, hast du alles? Ja. Wieso steht hier eine Truhe? Weil ich da nochmal zwei. Ich brenne! Warum denn? Da kam gerade Lava, geht weg, ich geh drauf! Ja, dann geh doch nicht in die Lava, wo es verbrennt. Nein, die ist ja gekommen, ich geh drauf. Ja, oha. Nicht meine Sachen einsammeln. Zu spät. Ich will ja nicht. Geh weg, Lucy. Mann! Ja, ich Lucifer, geh da weg. Ja. Warte, ich sammle Rack. Den einen und gib sie dir gleich. Oh nein, aber das ist dann immer so scheiße, weil dann gibt der eine dem die anderen Sachen nicht, die er hatte. Naja, aber deine Sachen
ein paar Sachen sind ja auch fast in der Lava. Und deine Eisenpickstange willst du wohl nicht so, Pickaxe willst du ja, glaube ich, nicht verlieren, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Sage mal, Blaublitz. Ja. Auf welchem Server kann man dich eigentlich auch mal antreffen? Mich? Mhm. Mich kann man auf Gomme-Server, also gommehd.net-Server kann man mich treffen oder mich auch, ja, oder auch. Man kann mich da treffen, auf Revi-Server kann man mich ab und zu treffen, dann auf dem Timoja-Server. Dann kann man mich noch auf, hier, wie heißt der Server noch, Castasia.net treffen. Da spiele ich in letzter Zeit etwas Lucky Wars, das finde ich da ganz cool. Und ja, da kann man mich halt treffen. So, jetzt sind hier, hast du noch mehr Samen von mir? Ja, die sind alle in der Kiste. Ja, Mann, wie geil ist das denn? Das ist kaum was Regis verbrannt. Hier sind so. Ein Stück war zum Glück gerade vor dem Ding. Ach so, ich wusste gar nicht übrigens, ich meine, da zeigt sich wieder, dass ich voll der Noob bin. Ich wusste gar nicht, dass Gomme auch ein Let's Player ist. Wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre jetzt in der Tat so der einfach nur so ein Server. Aber? Nee, Gomme hat schon 1 Million irgendwas Abonnenten, also der ist schon etwas. Ja. Der macht heute auf Twitch, wenn ich das richtig gesehen habe, macht der heute auch einen Livestream und da spielt er PvP. Auf dem Server. Also ich weiß ja nicht. Wie viel Uhr denn? Hä? Um 8. Um 8. Oh, dann müssen wir ja, wo wir hingehen. Ach, Blaublitz, wenn du erstmal deinen eigenen Server hast. Also so richtig, wo dann auch Leute drauf spielen. Ja, also ich weiß ja jetzt noch nicht, ob ich mir jetzt einen kostenlos holen sollte oder einen mir kaufen sollte. Ich will nämlich, ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich mir nicht einen kaufen müsste, aber, also ob ich mir einen kaufen will, aber ich meine nicht, dass man da höher schreiten kann, also bei den Spielerzahlen. Ich glaube, man kann da nicht höher als 320 Spieler und wenn da halt mal so 1000 vielleicht mal dann irgendwann nach der Zeit, wenn ich so mehr und mehr Abonnenten dann kriege, dass dann halt dort mehr Leute dann rauf können und die sich dann nicht in den Kommentaren beschweren, dass sie da nicht rauf können, weil ich irgendwie keinen guten Service habe, sag ich mal, so dass da meine Zuschauer nicht rauf können, bin ich halt noch am Überlegen, was ich denn jetzt so mache, wie das denn jetzt gut klappt, damit das dann auch später funktioniert. Also ich lasse mir da jetzt schon mal etwas im Kopf durchgehen, damit das dann später funktioniert. Okay. Aber ich muss unbedingt die Kisten mal beschriften. Ey. Bist du wieder zurück? Ja, ich musste eben, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Aber wenn ihr noch da seid, vielleicht könnt ihr noch von dem Neta-Dingern da was mitbringen. Ich hab da, glaube ich, genug. Das ist gut. Boah, wie cool. Es gibt so... ich glaube, wir sollten jetzt mal ganz schnell abhauen. Warum? Weil da so ein komisches Vieh ist. Das ist ein Magma-Schleim. Ja. Blaublitz? Ja? Kann man eigentlich einen Verzauberungstisch noch wieder abbauen? Ja, klar. Mit jeder beliebigen Spitzhacke. Aber ja. Ich würde dir empfehlen geht. Mit Eisen. Alles schön und gut, aber wie kommen wir wieder zurück? Wo bist du? Ich laufe irgendwie lang. Ja, da hast du dich verlaufen. Ja. Ich hab schon gefunden. Okay. Ich bin so blöd. Ich hab mal so eine Frage. Was zockt ihr denn so, Zuschauer von Mr. Burns? Und was wollt ihr denn gerne mal bei uns sehen, was wir dann halt zusammen zocken? Außer Minecraft vielleicht. Das würde mich auch interessieren. Und ob ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so. Kann ja sein, dass ihr irgendwie sagt, ja, das und das ist ja schon ganz gut, aber dann finde ich doch das, wenn ihr das so macht, viel besser. Und ja, wir wollen euch natürlich auch gefallen. Genau. Ja. Es ist ja auch zur Belustigung anderer Leute. Die sollen es ja auch cool finden. Genau. Aber das war ja eben heftig, ey. Da sind wir ja echt.
alle drei gestorben und ich bin noch mal ein zweites Mal drauf gegangen. So. Das war schon echt ein bisschen creepy. Zack. Habe ich meine Pfeile wieder? Zack. Ja. So. Danke. Bitte. Hier ist sogar noch eine Kiste, die brauche ich nicht. So. Noch eine Werkbank, die kannst du auch benutzen, da du hier so ein richtiges Lager aufbaust. Ja. Liegt hinter dir.